Ja. Da geht jetzt nochmal Markus Rummer dran mit seiner Extra 330. Dieses Modell hat einige ganz herausragende technische Besonderheiten. Elektrisch angetrieben wie alle anderen auch, eine Extra wie alle anderen auch, aber einen Verstellpropeller, den man sowohl positiv als auch negativ anstellen kann. Das heißt, der Flieger kann im Prinzip auch rückwärts rollen und was überhaupt keiner hat, ist eine Vektorsteuerung. Das heißt, die Zugachse des Motors lässt sich verstellen, indem man den Motor insgesamt per Rudermaschine so ausrichtet, wie man ihn haben möchte. Also man kann sich das vorstellen wie den Außenbordmotor eines Motorbootes, wo ja auch durch die unterschiedliche Ausrichtung der Schraube, die die Richtungssteuerung so etwas hat auf dieses Flugmodell. Mal zur Erinnerung, der Extra 330 hat 3 Meter Spannweite, wiegt 18 Kilo. Das Ganze wird also von einem Elektromotor mit Verstellpropeller, einem Elektromotor, der sich in seiner Längsausrichtung verstellen lässt, angetrieben. Ja, das Ganze. Die Energie für das Ganze kommt aus 12 Lipozellen, wobei jede Lipozelle eine Spannung von 3,7 Volt liefert. Original. Yeah.
Ja.